gibt ein Sprichwort, heißt, eine Hand wäscht die andere. Oh, ich dachte, können wir zusammenarbeiten wegen Lebensmitteln. Und wie am Verrettung gibt es so viele arme Leute auch, sie brauchen die Lebensmittel. Ich bin Anas Mustafa, ich komme aus Syrien. Ich bin 25 Jahre jung, ich bin seit 3 Jahren in Deutschland. Ich habe meinen Job, ich mache alles Elektrotechnik. Ich arbeite bei Tafel auch, einmal pro Woche. Ich komme meistens Samstag, ich bin jetzt in die Fahrergruppe. Wir gehen einfach in die Laden, wir nehmen die Gemüse und die Obst, das Rest meine ich. Dankeschön, schönes Wochenende. Schönen Dank. Und wir gehen zurück nach zum Tafel. Neue Obst kennen, was man noch nie vorher gesehen hat. Probieren. Es gibt auch andere Teams da. Das ist ihre Aufgabe, nur sortieren. Wir geben nachher einfach die Leute. Der Hauptpunkt, ich will auch die Lebensmittel einfach nicht wegschmeißen. Ich finde, es ist schade, wenn die alle Lebensmittel einfach weg. Guten Morgen. Guten Morgen. Viel und diese beiden noch. Bitte schön. Beim Tafel Nordhorn, ich bin seit einem Jahr. Wir sind da wie eine Familie, macht echt Spaß. Wir treffen auch manchmal privat. Ich habe mehr deutsche Freunde als arabische Freunde. Ich fühle mich sehr, sehr, sehr gut hier in Nordhorn. Ja, macht gerne. Am Januar 2016 ich habe ja angekommen in der Sporthalle in Nordhorn. Ich konnte nicht so Deutsch lernen oder gut schlafen, weil es ungefähr 300-400 Leute. Guten Abend! Hallo! Na? Ich habe nachher eine Familie kennengelernt, eine deutsche Familie. Hallo Freundchen! Schön, dass du da bist. Danke, grüß dich. Sie haben mir gesagt, sie haben ein Zimmer. Ich kann gerne da die Zimmer haben. Ich habe da ein Jahr gewohnt. Und ja, sie sind jetzt für meine deutsche Familie. Seit einem Jahr, ich wohne alleine, ich habe eine eigene Wohnung. Aber meine Wohnung ist nicht so weit von ihnen. Wir treffen immer jeden Freitag. Wir spielen Kartenspiel, wir machen manchmal Essen, arabisch oder deutsche Essen. Sie haben mir so viel geholfen, weil am Anfang war es so schwer für mich. Nein. Ich bin nicht nur beim Tafel, sondern ich mache auch verschiedene ehrenamtlich. Ich mache ehrenamtlich beim DRK, Sanitäter. Ich gebe Arabischunterrichte. Ich mache auch Kochkurse. Ich mache so viel ehrenamtliche Sachen. Der Hauptpunkt, ich muss einfach ein bisschen zurückgeben. Deutschland hat mein Leben gerettet, mein Leben von meinen Freunden auch gerettet. Also ohne Deutschland weiß ich nicht, wo bin ich. Ja, ich bin seit 7 Jahren aus meiner Heimat gegangen. Ich habe 7 Jahre mein Dorf nicht gesehen, 7 Jahre ich habe meine Freunde auch nicht gesehen, meine Familie auch. Ich habe leider keinen Kontakt mit meiner Familie. Sie denken, ich bin in Libanon, nicht in Deutschland. Und ja, ist für mich ein bisschen schwer. Aber ja, muss man auch, ich will auch eine schöne Zukunft machen hier in Deutschland. Ich kann einfach nicht zu Hause sitzen und ich warte eine Nachricht.